Herzlich willkommen zurück zu Batman The Telltale Series mit Arezzo. Ich bin Arezzo und wir setzen Episode 4 fort. So, hab diesmal die Pause-Taste gedrückt für den Ladebildschirm. Ich wollte bloß, weil ich nicht weiß, wie viel hier geredet wird, möchte ich immer die Anmoderation haben, bevor ich in eine Sequenz gehe. I'm inside the Vale House. Ja, aber die offenbar nicht. Geh weiter in das Haus hinein, um dir einen besseren Überblick zu verschaffen. Okay. Oh Gott, ich habe jemanden gefunden. Alfred, the Vales are dead. One body confirmed, but there is a lot of blood. Alert Gordon. Will do. I don't know how this is connected to the drugs yet. Whatever they knew about it, Vicky made sure they kept quiet. Und zwar auf eine Art, die schon was zu bedeuten haben wird. Also, rausgenommene Augen sind etwas zu spezifisch. Was sehen wir denn da an der Couch? Syringe. Ah. Seems she hasn't given up her old tricks. Warum sollte sie? Es funktioniert ja. Yes, but this is several times stronger than the dosage I received. Maybe she's escalating. This seems personal. Ja, yep, würde ich auch sagen. Her eyes are gone. Stabbed out. That's disturbing. There's an injection wound on her neck. Same kind Montoya and I both received, but this one's much worse. Okay. Halswunde verbinden können wir auf jeden Fall mit der Spritze. Ich weiß nicht warum, aber ich meine, das sollte offensichtlich sein. Same device, same drug. This confirms that Lady Arkham is the murderer. Okay, ich weiß nicht, was dieses, dieses Rot eben zu bedeuten hatte und das, Kopfschütteln dort. Haben wir eventuell immer noch, Probleme durch die Droge? Recent family photo. Vicky's not in it. It shows the Vales with another child in front of an industrial office. There's a logo on the building. Okay. Das könnte auf jeden Fall... Oh, da haben wir ein altes Foto. This must be Vicky shortly after she was adopted. Eventuell sind das diese Art von Eltern, die Leute nur adoptieren, um das Geld dann vom Staat zu bekommen. Da gibt es tatsächlich... Das ist tatsächlich eines der wenigen Systeme in den USA, wo die Bürger Geld bekommen. Allerdings so unreguliert, dass eben ein, dieses System nicht unbedingt gut ist für Kinder. From Gotham Social Services about a monthly stipend for foster parents. Vicky's a bit old for that, isn't she? It's not for Vicky. They have a boy. Wenn Vicky nichts mehr eingebracht hat, dann brauchen sie eben einen neuen. Hoppala. Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Oh Gott, ist die Steuerung hier gerade merkwürdig. Blutspritzer, okay, die könnten uns Large eventuell was... blood spatter across the walls. It's not steady like arterial spray. Someone was swinging wildly. Wait, there's a slight indentation where something bloody struck the wall with force. Something thrown. Nothing I can see. Okay. Ein Blutspritzer und... Oh, da unten haben wir Haar. Das könnte darauf hindeuten, dass jemand mit dem Kopf dagegen geschlagen wurde, am Haar gegriffen und dann gegengeworfen. I found a lock of hair. Anything unique about it? It was cut at a downward angle. Probably with some force based on how clean the slice is. Okay. Theoretisch könnte das sein, dass mal, dass sich jemand dort befreien musste, indem die, also wenn wir der Theorie weiter folgen, dass
jemand an den Haaren gepackt wurde, dass diese Person dann ihre eigenen Haare abgeschnitten hat, um nicht gegriffen werden zu können. Nee, okay, das war's offenbar nicht. Ups, was haben wir da? Ein Messer, das könnte zu den Haaren passen. It's clean. This wasn't used as a murder weapon. Then why was it lying on the floor? So, wir verbinden das mit den Haaren. It appears Mrs. Vale attempted to fight back with this knife, but only managed to slice through the attacker's hair. Oh, okay. Okay, die Haare sind zu einem Zopf gebunden. Da kann man tatsächlich was abschneiden, aber ansonsten müsste das Messer dafür extrem scharf sein. Übrigens, was ist das eigentlich immer, was Betts macht? Er schaltet dort ein und dann sehen wir hier dieses Hologramm. Und das ist seltsam. Alfred found Mr. Vale. Alive. No. He's gone. 10 hours at least, judging by the state of his soft tissues. Okay, da sehen wir das Firmenlogo, das wir auch schon von dem Company logo. Familienfoto kennen. The belt buckle is covered in blood. Before he was hung with the belt, Mr. Vale was beaten with it. Ich schätze mal, dann hat er das gleiche mit Vicky gemacht. So, erst einmal verbinden wir das Logo mit dem Foto. The logos match. Mr. Vale owned an oil and heating company. Looking it up now. Yes, he's got a sizable warehouse in the industrial district and a fleet of delivery trucks. And now Vicky's got it. Okay. Ja, das könnte bei ihrem Plan definitiv helfen. Der Gürtel, das könnte theoretisch sein, was gegen die Wand geschlagen hat. The indentation matches the shape of the belt buckle. It must have impacted with the wall during the attack. What exactly happened in that house? I think I know. After we stopped her at the rail station, Vicky needed a place to hide her supply of drugs. Her father's trucks and warehouse offered the perfect cover. To do that, she needed them out of the way. With Vicky Vale fully assuming her new identity of Lady Arkham, seems like she didn't need the Vales around to support her old one. Vicky showed up to attack her adopted parents, but only the mother was there at first. Miss Vale fought back and was able to slice off part of Vicky's hair. Vicky then subdued her with the same drug she used on me, but a much, much larger dose. Nearly lethal. She then removed the mother's eyes, indicating a deeply personal motivation. This was obviously some sort of vendetta. Sometime during this, Mr. Vale entered. Vicky attacked him with his own belt, striking with the buckle until he was unconscious and bleeding out. Finally, she dragged him to the closet and hung him with the belt. The blood loss got him way before the hanging did. Horrific! She never acted out in such a violent way before. Why would she? Was dieses warum würde sie angeht, ich denke, es ist ziemlich klar. Der Vater hat sie geschlagen und die Mutter hat weggesehen, deswegen die ausgestochenen Augen. Also ich finde das auf jeden Fall sehr schön gemacht, dass wir hier wirklich diese Missbrauchsgeschichte so zeigen, ohne es jetzt explizit zu sagen. Ich meine, es ist leicht genug, dass jemand wie ich ohne Probleme es erkennen kann. Aber eben nicht so, dass es einem deutlich hier ausschreiben. Wahrscheinlich wird das später noch kommen, aber... Na. Irgendwas wollte ich noch sagen, irgendwas Relevanteres. Irgendwas, das rechtfertigen würde, auf Pause zu drücken. Achso, ja, stimmt. Was ich sehr merkwürdig finde, ist, dass sie ohne ihre Rüstung kam. Wir haben gesehen, dass sie ihre Rüstung und ihre Waffe dort hat, dass sie den Helm abnimmt, um sich zu zeigen. Hey, ich bin Vicky und ich komme, um mich zu rächen. Das wäre absolut verständlich.
Aber dass sie ohne diese Rüstung auftritt, das ist seltsam. Und vor allen Dingen eben ohne diese Waffe. Dass sie dann später wechselt auf die Spritze dort und auf den Gürtel, meinetwegen, aber erst einmal? Na gut, man kann sagen, sie hat nicht rational gedacht, weil es eben Rache war. Was anderes? An diese Firma kommt sie jetzt ran, weswegen? Sie hat sie getötet und das Erbe bekommt sie dort nicht. Das heißt, sie hätte einfach sie hätte irgendeine Firma nehmen können und da kann man das gut verbinden. Okay. Ja, ich. Das haut hin. Gut, weiter geht's. Think someone's still in the house. Ja, der Sohn. Heat signature. If anyone else is here, I'll find them. Schönes Detail, dass. Nothing here. Dass sie dran denken, was alles so gezeigt werden würde mit der mit dem Wärmebild. Oh, wohnt er unter der Treppe? Wie Harry. There's someone here under the stairs, alive. Mit sein freundlichstes Gesicht auf Bats. Wir wollen ihn nicht erschrecken. It's okay. I'm not going to hurt you. Sir, is everything all right? It's a kid, Alfred. The boy from the photo. Is he all right? Aside from the shock and a few bruises, he seems okay. He might be able to tell me more about what happened. Possibly. But if that's the road you go down, please do it with caution. It's gonna be okay. Gonna be all right. Why are you hiding? I heard screams. Lots of screams. So I hid. I didn't see what happened. I need you to tell me if you saw or heard anything. This is important. I heard someone say something. Something about drugs. Fighting the police? I don't know who. I don't know who because I didn't see anything. I didn't see anything because I hid in here. Please don't send me to punishment. Calm down. See, that does help me. Thank you. Wohlgemerkt, wir haben auch hier wieder die, die Verwundung, die Bruises im Englischen. Ich wüsste nicht. Ja, blauen Flecken. Get down. Ohne dass er beteiligt gewesen wäre. Oh Gott. Hatte nicht die Hand an der Tastatur, das war gefährlich. Hello, Batman. What a pleasure to see you. Penguin. Let me guess. You're trying to figure out our next move. Figure out where the drugs are. Did I get it? Am I close? Pathetic. I've got these little bat traps all over the city. But I should have known a good double murder would be what brought you out in the open. Ah! Die dürfen wir ausweichen? Das ist aber nicht in Ordnung. Oh, das ging beinahe daneben. Wann kann sich auch nicht treffen würde, bevor es getroffen hat. Brain Tech. Oh oh. Are you safe? Were you wounded? I'm okay. They're dead. It'll be better if you don't look. Oh. I'm sorry. They weren't always nice, but they gave me a place to live. I promise. I won't stop until I catch the person that did this. You're the kid who saved Batman. And no matter what happens, no matter where you go,
That will always be true. Aber das erzählen sie wohl. I will always owe you one. Batman. Oh my God. He was the only survivor. Come on. Let's get you out of here. He saved me. Oh, Jesus. Was this the Children of Arkham? Again? Why would they attack a family like the Vales? Because their daughter Vicky is Lady Arkham. She killed her own parents so she could use their company warehouse to stockpile the rest of her drugs. Vicky? Vicky Vale, the reporter? And so, who was the boy then? He was hiding in a closet when the attack started. He may know more than he realizes. He says he heard something about drugs and attacking the police. Can't confirm anything. But it sounds like the Children of Arkham might be plotting something with those drugs against your people. Thanks for the heads up. The warehouse is Vale Oil and Heating. You should secure it as soon as possible. I'll get on it right away. What about you? I've got something I need to look into. Lieutenant, what's going on here? Securing the crime scene, Commissioner. Not anymore, you're not. I'm taking over this investigation. I can't risk you allowing Batman to contaminate our crime scene again. Was für ein merkwürdiger Abgang. Die Leute haben mich ja gesehen, wie ich rausgegangen bin. Ich schätze, das Verschwinden macht er nur bei seinen Freunden. And so your bat stunner just didn't work? That's right. I have a bad feeling it was no accident. Alfred, get Lucius on the line for me, please. Of course. Let's get a closer look at you. Okay. Analysiere die Drohne, um ihre Modifizierung und Herkunft festzustellen. Aber das hier ist nicht die Drohne, das ist das Deaktivier-Ding, ne? No damage on the microfiber. Adhesion regulation reads normal. Ja, okay. Was nun? Ah, okay, ich kann's drehen. Rückseite entfernen. Electricity conductor. Everything looks functional. It should have worked. EMP functionality is all in the green. This doesn't make any sense. Es sei denn, die Drohne ist eben drauf vorbereitet. This is strange. This microchip is emitting a low bandwidth receiving signal, but it shouldn't be. Like the ones you shut down in the GCPD. Something like that. But Lucius had his eyes on the Wayne tech that the Children of Arkham breached. This is something different. Bruce, I have Lucius on screen now. Good evening, Bruce. How can I help? I need you to see something. Sending you schematics. God, someone's found a way to get past my security upgrades. Not just someone. Oswald Cobblepot. Bruce, I am so sorry. I should have caught this, but he snuck right under my nose. Oh, what a mess. That sleaze Cobblepot at the heart of it all. Cut yourself some slack, Lucius. There's no way you could have known. I certainly don't blame you for it. Well, I still feel a little guilty. Looks to me like he's introduced some sort of bug into your network. That's how he's making my equipment malfunction? For now. But if he keeps it up, he could completely take control of your tech. My lord, that would be catastrophic. Is there anything you can do? I can try to work on your firewalls. But if I do anything too drastic, he'll know we're onto him. I'm tired of being on the defensive. Why don't we attack him instead? I'm not sure, but I can certainly see what I can do. Thanks, Lucius. Bruce, you're going to want to see this. Excuse us, Lucius. Of course.
Reports of Children of Arkham activity are down. But these efforts do not come cheap. That's why I am formally seizing the Wayne estate, so the corrupt wealth of Gotham's elite can go to the better purpose of protecting Gotham's common man. Mr. Wayne has 24 hours to evacuate his property and turn it over to the city, or he will be removed. You can't let that egomaniac throw us out on the street. I have to talk to him. Harvey is scared, paranoid, but he clearly views Batman in a favorable light. Then again, maybe talking to an old friend is what he needs. Harvey's behavior is unpredictable, random. Who knows how he will react either way? Tja, das ist eine sehr gute Frage für eine andere Folge. Also generell nervt mich Harvey so langsam ein klein bisschen. Die Entscheidung eben, die ich für Lucius genommen habe, ich bin nicht ganz zufrieden damit. Es war ein bisschen zu sanft dann. Ich hätte gerne etwas zwischen sie sind schuld und ja, alles wird gut und sie können nichts falsch machen gehabt. Vielleicht war da eine der Optionen das, aber das ist da immer das Problem, wenn man es so kurz gefasst hier immer hat. Man weiß nicht genau, was man bekommen wird. Ja, das hier entscheiden wir in der nächsten Folge. Diese Folge beende ich jetzt hier. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentare und adios.